Es war einmal vor langer, langer Zeit, da war ich vermutlich noch in der Grundschule, ja, als ich mit meiner Nachbarin unbedingt den Tischkicker mal ausprobieren wollte, doch sie stellte als Bedingung, dass ich erst mit ihr Barbie spielen sollte. Ja, wir spielten den ganzen Tag lang Barbie und es war mir auch überhaupt nicht peinlich, wie ihre Mutter reinkam und es dann der ganzen Nachbarschaft erzählt hatte. Und bis heute haben wir immer noch keinen Tischfußball gespielt. Wieso dreht sich eigentlich immer alles um Barbie? Wieso nicht auch um Ken? Und überhaupt, wieso um Ken? Heute geht es um Tontechnik und zwar von einem Hersteller, den du womöglich noch nicht kennst. Innovative Audio aus dem schönen Salzburg. Ich weiß, viele Barbies kümmern sich nicht so gerne um die Tontechnik vor allem, aber die Erfahrung zeigt, dass wenn sie es machen, dass diese Arbeit sowohl den Kens, aber auch den Barbies sehr, sehr viel Spaß macht. Also schaut euch mal meinen Test zu diesem Interface an, das Akusta LE03, aber vorher ziehe ich mir noch was anderes an.